Hallo und buenos dias zum zweiten Teil meines Let's Plays von Grim Fandango Remastered, einem 3D-Noir-Krimi-Adventure von LucasArts. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Unnötiges heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen das Spiel auf Deutsch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gute Unterhaltung. Aber ich bin Ihr Freund, gestatten Manny Calavera, ich bin Ihr neuer Reiseberater. Herzlich willkommen zur, weiß gar nicht, zweiten Folge. Ich glaube, es ist die zweite Folge. Grim Fandango. Wir spielen Grim Fandango in der Remastered Edition auf dem PC bzw. auf dem Mac. Wir haben das letzte Mal in den Anfang reingespielt, haben quasi das Tutorial mitgenommen. Im weitesten Sinne haben ein paar zentrale Charaktere kennengelernt und dann festgestellt, dass wir in unserem Job, den wir hier haben, nämlich den toten Menschen eine Reise durch die Unterwelt zu verkaufen, nicht so wahnsinnig gut zu sein scheinen und aber auch gleichzeitig noch irgendwie gemobbt werden. Deswegen mussten wir uns mit unlauteren Mitteln Zugang zu einem guten Kunden verschaffen, zu einer Kundin, besser gesagt, Mercedes Colomar. Und der wollten wir eigentlich ein tolles Ticket für den Zug verkaufen, aber das hat irgendwie nicht geklappt und dann ist sie auch noch weg und jetzt sind alle sehr, sehr wütend auf uns und wir sind hier eingesperrt in dieser Garage. Und ja, genau, das war, glaube ich, die Story bis zum letzten Mal. Und jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Cremig wie Softeis, aber dem Geruch nach zu urteilen, ist es eher Spachtelmasse. Spachtelmasse. Was haben wir denn noch für Gegenstände? Wir haben unsere Lieblingssense. Wir haben Spielkarten. Wir haben Brot. Wir haben einen Feuerlöscher. Wir haben die Sense, okay. Bringt uns erstmal nicht unmittelbar so richtig weiter. Ich habe übrigens das Fenster geöffnet. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Hintergrundgeräusche. Denn es windet etwas und mitunter regnet es auch. Versuchen wir es noch erstmal. Durch die Geht Tür. Nicht auf. Geht das hebe ich nicht auf. Hey, ist da jemand? Nun, Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Wer ist da? Ich bin du, oder besser, ich war vor Jahren wie du. Schön, aber momentan bin nur ich ich, also verschwinde. Moment bin nur ich ich, ja? Okay, ja gut, wunderbar. Dann ist der Ton ja so in Ordnung. Es ist auch relativ weit bis zum Fenster vom Mikrofon. Und ich habe, glaube ich, so ein Filter eingestellt, so eine Schwelle, dass er es nicht alles aufnimmt. Sollte was so an Geräuschen rüberkommt. Okay. Lass mich hier raus. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten rauskomme, bevor ihr reinkommt. Was werden sie mit mir anstellen? Verzieh dich, du Speichellecker. Ich habe keine Lust auf dein Geschwafel. Spaß, direkte Kommunikation das Beste? Lass mich hier raus! Der einzige Weg hinaus, Manuel, führt hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Weißt du, wohin sich das Management seine Obhut stecken kann? Meine Loyalität gehört noch immer der DOD, ob du es glaubst oder nicht. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Hör mal, ich habe getan, was ich tun musste. Was? Also was soll's? Ein falsches Spiel. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Ich werde diesen Sumpf der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Willkommen im Club. Salvador Limones mit Gast. Wohin bringst du mich? Zum Hauptquartier des ZVS. ZVS?
Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Um was genau zu tun? Du musst unserem Nachrichtendienst helfen. Eva kennst du ja. Manny? Ich war einst ein Sensenmann wie du, Manuel. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption entdeckt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys. Hast du Beweise? Und genau hier kommst du ins Spiel, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Okay. Muss trotzdem, glaube ich, noch mal ein bisschen die Musik runterdrehen. Weil im Vergleich dann doch die Sprache irgendwie nicht so rauskommt. Aber... Dieser Computer ist abgeschaltet. Wir haben das Ding, seitdem es ausgeboostert wurde. Aber wir haben es noch nicht ans Laufen gebracht. Aber wenn wir soweit sind, dann brauchen wir dich, um in das System zu kommen. Bis dahin bin ich längst weg. Das wird sich zeigen, Manuel. Wird sich das. Du bist also nicht wirklich Sekretärin. Ich bin eine Spionin, Manny. Na, diese Zeitarbeitsvermittlung benutzen wir bestimmt nicht mehr. Fragt Kopal sich eigentlich nicht, wo du bist? Don und Domino haben sich mit einem ihrer ach so wichtigen Vorgesetzten aus der Stadt in Dons Büro eingeschlossen. So ein Fettsack mit einem Fes. Wer ist dieser Dickwanst? Und welche Rolle spielt er in diesem düsteren Basel? Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, mach mit oder stirb. Aber ich bin doch schon. Nochmal. Okay. Eva, hilf mir zu fliehen. Die Bremen ist fertig und ersprießen mich. Du kannst nicht gehen, Manny. Wenn wir herausfinden wollen, was da vor sich geht, benötigen wir Zugriff auf das Computernetz der DOD. Und Zugang bekommen wir nur über einen Verkäufer wie dich. Der Computer überprüft den Benutzer, wenn er sich einloggt. Und wie macht er das? Über meine Fingerabdrücke? Ich hab keine. Deine Zähne, Manny. Hast du noch nie bemerkt, dass dein Gebiss gescannt wird, wenn du dich einloggst? Ich hab das für statische Entladungen gehalten. Wir brauchen deine Zähne, Manny. Wir können dich nicht gehen lassen. Tut mir leid. Wie lange bist du schon Spionin? Salvador hat mich vor etwa einem Jahr rekrutiert. Ich konnte ihm nicht widerstehen. Er ist so edelmütig. Woran arbeitest du da gerade? Ich versuche, dieses Funkgerät zu reparieren, damit wir es im Feld benutzen können. Aber es sieht ziemlich hoffnungslos aus. Salvador hat recht. Wir brauchen gute, altmodische Brieftauben, um mit unseren Agenten in Kontakt treten zu können. Ihr habt da draußen Agenten? Nein. Im Moment sind da nur Sal und ich, Manny. Aber eines Tages... Du willst mir also nicht hier raushelfen? Dir schon, aber nicht deinen Zähnen. Denk darüber nach. Nicht deinen Zähnen? Dann machen wir wohl mal einen Zähnenwechsel. Manuel, ich wollte mir das gerade ansehen. Okay. Ja, also wir sollen offensichtlich was mit Zähnen machen. Also mit unseren Zähnen. Und wir sollen womöglich... die Tür ist auf. War sie vorher, glaube ich, nicht. Tauben, Brieftauben. Wir sollen, glaube ich, Brieftauben besorgen. So habe ich das verstanden.
Nein, du sollst doch nicht wieder runter. Du sollst doch. Wollt da schon hoch? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Aha. Okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen da irgendwie rüber. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Kann ich nicht gebrauchen. Dummes Büro. Das hebe ich nicht auf. Dummes Büro ist leer. Wir können es aber nicht durch ein Fenster betreten. Och, wir können es durch ein Fenster betreten. Das wäre ja praktisch. Jo, was finden wir denn hier so Interessantes? Was zum... Sieht wie ein leuchtendes Korallenstück aus. Ja. Mein leuchtendes Korallenstück. Den hatte Domino im Mund. Ja, einen Mundschutz nehmen. Ich versuche mal sein Passwort zu erraten. Nein, Goldjunge war es nicht. Okay. Jetzt nicht durch die Korridore spazieren. Ich bin auf der Flucht. Ah, okay. Wir können da nicht lang. Gut, dann müssen wir wohl was anderes. Nein, nicht doch schon wieder. Man sieht leichte technische Einschränkungen. Also es gibt hier auch mal so eine Vögel. Die wären ja vielleicht nicht ganz schlecht. So. Haben wir einen Wenn Hof. Domino das wüsste. So läuft es nicht. Den also nicht zu sehr nähern.
Aber wir wollen wohl an die Eier ran, denn daraus könnte man natürlich Tauben. Brieftauben auch. Okay. Das hatte ich anders geplant. Ich dachte, man kann die ablenken. Das heißt, mir fehlt da noch irgendwas zum Ablenken. Da müssen wir uns wohl noch ein Brot besorgen. Das hebe ich nicht auf. Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Ah, Himmel, was denn? Eine Katze, ein Dingo, ein Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Du versuchst mich auszutricksen, was? Tata. Okay. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Was haben die mit Glottis gemacht? So, ich würde sagen, wir nehmen diese Beißschiene und benutzen sie mit der Spachtelmasse. Füllodent, gut für die Zähne, prima für Prothesen. Dann kräftig reinbeißen. Wow, das hat einen perfekten Abdruck meiner Zähne ergeben und einen ziemlich ekligen Nachgeschmack hinterlassen. Coolio, dann können wir ja jetzt zumindest das Problem abhaken, dass wir einen Zahnabdruck benötigen. Nächster Punkt. Taubeneier. Es ist natürlich so, dass ich das schon mal gespielt habe und deswegen erinnere ich mich da auch an die meisten Sachen, die man machen muss. Das habe ich bestimmt auch schon ein Dutzend Mal gespielt. Das vergisst man dann nicht so einfach. Da man offensichtlich die Tauben nicht nur einfach füttern soll, sondern ja verjagen, würde ich sagen, tun wir mal hier einen Ballon hinein. Und vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. Und dann tun wir da ein bisschen Brot dazu. Jo,
Schauen wir mal, was da passiert. Genau, schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Da haben sie sich wohl etwas erschrocken. Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen, denn ich bin der Sensenmann. Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. So, damit müssten eigentlich die zwei zentralen Probleme gelöst werden. Wir haben eine Möglichkeit, unseren Zahnabdruck abzugeben. So. So. Agent Calavera und zwei Gäste. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera. Ich würde mich auch gerne im Land verbreiten. Das geht nicht. Wir brauchen deinen Biss, um Zugriff auf den Computer zu bekommen. Es tut mir leid, aber Freiheit hat ihren Preis. Ja, und Freiheit ist ihm wichtig. Offensichtlich. Aber wir haben auch das Problem gelöst. Dann geben wir ihm das. Oder müssen wir da selber noch was mitmachen? So genau erinnere ich mich dann doch nicht an alle Details. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warum zeigst du es nicht meinem Nachrichtenoffizier? Manny, das ist ja ein perfekter Abdruck deiner Zähne. Mit dieser Form können wir ein falsches Gebiss gießen, das uns Zugang zum Computer verschafft. Gute Arbeit, Soldat. Du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt werde ich dir helfen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubakawa. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die 9. Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubakawa eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Cell. Ich will sie nur aus einem Grund. Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. So ist das wohl. Gladys, mein Freund, warum weinst du denn? Manny, oh Manny, sie haben mich gefeuert. Mich auch, Kumpel. Aber du verstehst das nicht, Manny. Ich wurde nur für diesen Job geschaffen. Es ist das Einzige, das mich glücklich macht. Es ist, als hätte man meine Brust gepackt und mein Herz herausgerissen und es dann in den Wald geworfen. Glottis, was hast du getan? Oh, Glottis. Er ist zu fest verankert. Hm.
nein. Oh. Falls ihr euch übrigens fragt, ob die Synchronstimme von Manny Calamera nicht auch die Synchronstimme von Alf in der Serie Alf gewesen ist, dann ist die Antwort ja. Das ist Tommy Pieper. Eine hässliche Ansammlung von Knochen. Genau wie ich. Ich schätze, einer als Reserve kann nicht schaden. Kein Problem. Ai Chihuahua. Okay. Glaube nicht, dass das funktioniert. Vielleicht doch ein Problem. Essen ist fertig. Sie scheinen sich nicht sehr für diesen Knochen zu interessieren. Frei. Oh, arme Spinnen haben kein Dämonenherz mehr zum Naschen. So. Packen wir das mal dahin zurück, wo es hingehört. Was? Es schlägt noch. Ist gut. Sei gut zu Herz. Reiß Herz nicht raus. Herz ist gut. Starkes, gutes Herz. Hey, ist das mein Wagen? Mr. Le Mans, ich versichere Ihnen, dass wir die Frau finden. Ich persönlich werde mich darum kümmern. Genauso wie Sie sie persönlich aus dem Land der Lebenden geholt haben? Ich hatte es ja vor, aber Calavera ist mir irgendwie zuvorgekommen. Wir haben Ihnen den schnellsten Wagen gegeben, Domino. Die besten Kunden. Sie hatten alle Vorteile. Wie zum Geier konnte dieser Calavera Ihnen diesen Happen wegschnappen? Oh, aber Hector, sei nicht so hart, Domino. Es war nicht seine Schuld. Du hast recht, Don. Es besteht kein Grund, hart zu Domino zu sein. Schließlich war er nicht Leiter der Operation. Zumindest nicht bis jetzt. Hector, nein! Ringelblume? Komisch. Aus irgendeinem Grunde hatte ich Tulpen erwartet. Nun, vielleicht bei Mr. Calavera. Domino, geh doch bitte mal persönlich runter und hol ihn, ja? Je eher er ersprossen ist, desto eher können wir uns wieder unseren Geschäften widmen. Lust auf eine Spritztour? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Oh! Sorry. Ichole Mano, was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Glottis? Glottis? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an. Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. So, aber der Blick auf die Uhr zeigt wieder, dass eine weitere Episode abgelaufen ist. Wir sind also am Ende dieser Folge und werden dann beim nächsten Mal, rauskriegen, was wir mit dieser Schubkarre und diesem eigentümlichen Weihnachtsbaum erreichen können. Unser Ziel ist offensichtlich, nach Rubakaba zu kommen, in der Hoffnung, dass Mercedes da auch vorbeikommt.
Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Grim Fandango Remastered. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!